Das Heilige Meer ist ein Gebiet, wo die westfälische Kulturlandschaft noch ganz gut erhalten ist. Wir haben hier also schöne weite Bereiche mit Heiden zum Beispiel, die so ähnlich wie früher mit einer Schafart beweidet werden. Wir haben hier Mufflons und Heidschnucken. Und dann haben wir hier moorige Bereiche, schöne Bruchwälder und natürlich die Erdfallseen. Und das ist eine optimale Kombination, um den Menschen hier die natürliche Vielfalt Westfalens zeigen zu können. Am Heiligen Meer befindet sich eine Außenstelle des LWL-Museums für Naturkunde. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ermöglicht hier mit seinem vielfachen Engagement naturschutzfördernde Forschungen. Für naturkundlich Interessierte, für Schüler, Lehrer und Studierende werden ein- und mehrtägige Kurse mit naturkundlichen und ökologischen Themen angeboten. Am Heiligen Meer werden Jahr für Jahr eine ganze Reihe biologischer Kurse durchgeführt. Einer davon ist der säugetierkundliche Kurs. Wir versuchen hier interessierten Personen aus Nordrhein-Westfalen, aber auch aus der ganzen Bundesrepublik einen Einblick in die heimische Säugetierwelt zu geben. Das machen wir auf sehr unterschiedliche Art und Weise, machen Exkursionen, wir stellen auch Fallen auf, Lebendfallen auf. Und ein wesentliches Element ist, dass wir Gewölleuntersuchungen exerzieren, durchführen lassen, weil wir über die Gewölle von den Eulen viel schneller und viel besser einen Eindruck gewinnen über die Kleinsäuger einer Region. Im Wesentlichen soll der säugetierkundliche Kurs eine Einführung in die Säugetierkunde, in die Faunistik, das heißt also, wo kommen die Tierarten vor, in die säugetierkundliche Faunistik geben. Aber wir verbinden das gleichzeitig mit dem Element, vielleicht kriegen wir interessante Sachen dabei raus. Und davon profitiert nicht nur die Wissenschaft, sondern die Teilnehmer. Für die ist das ganz entscheidend, wenn sie hier so ein entsprechendes Aha-Erlebnis haben, selber mit dabei sind, wenn neue Arten oder interessante Arten nachgewiesen werden können. Das ist keine Spitzmaus. Na klar. Nein! Ich sehe doch die Zahnreihen. Ja, aber zwischen der Backenzahnreihe und den vorderen Nagezähnen ist doch eine große Lücke, wo gar keine Zähne sind. Das macht doch nichts. Das sind doch die Nagetiere. Ich bin zum zweiten Mal hier, weil wo kann man denn schon mal Säugetierkunde auf diese Art und Weise mitbekommen? Das ist schon eine einmalige Geschichte. Wir haben einen Bio-Äcker und sind jetzt von der Schule hier hingefahren, von Montag bis Mittwochmorgen. Und Schwerpunkt ist Ökosystemsee. Wir fahren jetzt aufs große Heilige Meer gerade raus, um Wasserproben zu nehmen und zu bestimmen und die verschiedenen Höhenmeter zu untersuchen und pH-Werte zu bestimmen und elektrische Leitfähigkeit. Ja, ist viel praxisbezogener. Und ja, man hat halt viel bessere Beispiele als in der Schule, weil man in der Schule halt nur mit Büchern arbeitet. Und hier hat man das halt direkt vor Ort. Also wir kommen jetzt schon seit 4 Jahren mit Schülergruppen zum Heiligen Meer. Seit das Zentralabitur das Ökosystem See vorsieht. Und um das Schülern näher bringen zu können, braucht man einfach einen tiefen See, so wie hier. Hier sind ja die absoluten Experten, die man alles fragen kann, die immer eine Antwort haben. Als Lehrerin hätte ich diese Antwort nicht immer. Man hört es einfach mal von anderen Leuten und in einer anderen Umgebung. Und das ist für eine Unterbrechung des Schulalltags, die einfach wunderbar und ganz, ganz wichtig ist.